die Raiffeisenbrücke. Sie verbindet Neuwied und Weißenturm. 105 Meter hoch, bis zu 35.000 Autos am Tag. Und einer, der sich um die Brücke kümmert. Erstmal den Klettergurt. Wo wir uns natürlich uns sichern können. Der ist sehr wichtig. Einmal im Jahr muss Norbert Jenzig ganz nach oben. Also heute begehen wir den Pylon und obendrauf ist ein kleines rotes Licht. Das ist die Flugbeleuchtung für die Hubschrauber, so als Orientierung. Und diese Lampe, sag ich mal, die tauschen wir aus, damit die Beleuchtung halt da oben immer funktioniert. Dafür müssen wir zuerst unten in die Brücke rein. Und jetzt die Einstiegsluke. Die gehen wir dann halt hoch. Wir sind jetzt unter der Fahrbahn. Hier ist es dunkel und eng. Ich habe mir sagen lassen, wenn man hier gegenkommt, Metall gibt weniger nach. So. Die riesigen Muttern sind die Enden der langen Drahtseile, die die Brücke halten. Ich mache mal gerade ein bisschen Licht an, damit man das gut sehen kann. Und dann geht das hier wie ein Schraubgewinde, kann man hier sehen, werden diese Muttern befestigt, so dass eine gute Spannung drauf ist. Die sind ja riesig. Ja. Ein bisschen größer wie zu Hause. Die 44 Drahtseile halten die Brücke stabil. Jedes einzelne kann 150 Tonnen tragen, das Gewicht von mehr als 3 vollbeladenen LKWs. Aber auch Norbert Jenzig braucht viel Kraft. Er ist dafür verantwortlich, dass die Raiffeisenbrücke immer gut in Schuss ist und er nimmt den Job sehr ernst. Weil das ist ja, man hört es ja und man sieht ja, eine stark befahrene Brücke mit zigtausend Autos, fast wie eine Autobahn. Und ja, wenn die mal ausfallen sollte, dann steht hier die Region halt still. Ne? Also ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt geht es in den Brückenpfeiler, den sogenannten Pylonen. Auch nochmal alles gesichert und abgeschlossen, damit keiner hier irgendwie fremd reintritt. Dass wir hier mit rein dürfen, ist eine Ausnahme. Das ist halt ein gefährlicher Weg, sag ich mal. Und man muss halt ein bisschen konditionsmäßig fit sein, dass man da hochkommt. Weil das Problem ist, eine Rettungsaktion in dem Pylon ist halt ein bisschen schwierig, weil es geht einfach nur oben raus oder unten raus. Für mich als Reporter mit der Kamera ist der Weg eine Herausforderung. Das ist die Hälfte, ne? Ja. Das ist dann die Hälfte, da haben wir noch 30 Meter. 17 Leitern müssen wir erklimmen, jede 5 Meter hoch. Dann entdeckt Norbert Jenzig plötzlich etwas. Oh nee. Wasser dringt in die Brücke ein. Das darf nicht sein. Wenn sich zu viel Feuchtigkeit sammelt, droht die Brücke zu rosten. Wir gehen weiter nach oben, um herauszufinden, warum. Nach insgesamt einer halben Stunde Klettern kommen wir an der Spitze an. Ein bisschen gucken, wie das aussieht. Ach du Scheiße. Der Ablauf ist verstopft. Oh oh. Ein Falke hat sich auf dem Dach des Pylonen eingenistet und seine Beute verstopft den Abfluss. Die Feuchtigkeit und die toten Kadaver müssen abgesaugt werden. Ach, Kacke. Das ist aufwendig, ja, ja. Die Materialien hochzuschaffen, den 100 Meter Schlauch hier hochzuziehen. Also die Reinigungsarbeiten hier oben sind schon sehr körperanstrengend. Dazu muss eine Spezialfirma kommen. Norbert Jenzig muss sich jetzt erstmal um die eigentliche Arbeit kümmern, die Lampe tauschen, in schwindelerregender Höhe. So, zack, leuchtet wieder. Deckel wieder fest. Dann kann Norbert Jenzig kurz durchschnaufen und die Aussicht genießen. Schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn jetzt die Schiffe hier noch entlang fahren, kann man noch sehen, wie klein so ein großes Schiff ist. Dann sieht man so wie so ein Playmobil in der Miniaturwelt zum Beispiel. Steht man von oben und schaut dann runter. Aber ist schon sehr, sehr spannend. Ein bisschen Zeit hat Norbert Jenzig, um sich auszuruhen, bevor es dann wieder 105 Meter nach unten geht. Thank you.